Pferde leben ohne Gallenblase. Viele Tiere, auch Menschen, brauchen dieses Organ, um Galle zu speichern. Das ist ein stinkendes, flüssiges Zeug, das von der Leber produziert wird. Dein Körper braucht das für die Verarbeitung von Fetten. Und Raubtiere brauchen es, weil sie große Portionen auf einmal fressen. Die Gallenflüssigkeit hilft, diese riesigen Portionen leichter zu verdauen. Aber Pferde brauchen keine Gallenblase, weil sie ständig Gras in kleinen Mengen fressen. Lungenlose Salamander leben glücklich ohne, du hast es erraten, Lungen. Aber im Gegensatz zu Fischen, die Kiemen haben, um Sauerstoff aus dem Wasser zu gewinnen, nehmen diese Salamander den Sauerstoff direkt durch die Haut auf. Und das ist gar nicht so selten. Tatsächlich sind diese Amphibien die zahlreichsten Salamander der Welt. Was die Atmung betrifft, so haben viele Schlangenarten nur eine funktionierende Lunge. Im Laufe der Evolution haben sich die inneren Organe der Schlangen an ihre Körperform angepasst. Und es gibt einfach nicht genug Platz mehr für einen zweiten Lungenflügel. Das hat zur Folge, dass bei vielen dieser schlüpfrigen Kriecher die linke Lunge so klein geworden ist, dass sie gar nicht funktioniert. Spinnen sind bekannt für ihre 8 Beine und ihre vielen Augen. Aber die Wolfsspinne Adelocosa anops ist etwas Besonderes. Sie hat gar keine Augen. Und sie ist sehr selten, weil sie in einem isolierten Höhlengebiet auf Hawaii lebt. Das Schnabeltier an sich ist schon seltsam. Es sieht aus wie eine Mischung aus Ente und Fischotter und giftig ist es auch noch. Was das Schnabeltier aber nicht hat, ist ein Magen. Zwischen seinem Schlund und den Eingeweiden ist nichts. Normalerweise brauchen Tiere einen Magen, um die Nahrung zu zerlegen, damit sie im Darm verarbeitet werden kann und hinten wieder rauskommt. Kühe haben sogar 4 Mägen. Aber Schnabeltiere und einige Fischarten sind anatomisch so gebaut, dass sie keinen Magen brauchen. Viele Raubtiere, einschließlich unserer geliebten Katzen und Hunde, haben keine Schweißdrüsen am Körper, nur an den Pfoten. Wir Menschen kühlen uns ab durch den Schweiß auf unserer Haut. Und Hunde hecheln sich mit weit geöffnetem Maul Luft zu. Aber diese Klimaanlage funktioniert nicht, wenn sie essen oder trinken zum Beispiel. Plattwürmer und auch andere Würmer haben gar kein Blut. Diese Wesen können in wässrigen Gebieten und auch im Körper anderer Lebewesen leben. Zum Beispiel in uns Menschen. Keine Angst, es sind Parasiten, die von Natur aus nicht in uns leben. Plattwürmer haben kein Kreislaufsystem. Sie haben also kein Blut, das zirkuliert. Stattdessen beziehen sie die notwendigen Nährstoffe direkt über die Körperoberfläche. Es gibt kein einziges Lebewesen auf der Welt, außer dem Menschen, das ein Kinn hat. Du wirst jetzt sagen, dass viele Haustiere ein Kinn haben, aber das ist keins. Anatomisch ist ein Kinn ein Knochenvorsprung, der vom Unterkiefer nach vorne und unten geht. Kein Tier hat sowas. Sie haben nur den Unterkiefer, der unten flach ist und direkt wieder zum Hals geht. Das wahrscheinlich unglaublichste Geschöpf der Welt ist die Qualle. Sie hat keine Sinnesorgane, so wie wir sie kennen. Keine Augen, Ohren und Nase. Sie hat kein Skelett, aber vor allem hat sie kein Gehirn und kein Herz. Ihr Körper besteht fast vollständig aus Wasser. Wenn du also eine Qualle aus dem Meer nimmst und auf den Strand setzt, wird sie verdunsten. Gleichzeitig gibt es eine Quallenart, die für immer leben kann. Vielleicht haben Quallen ihr Herz und ihr Gehirn an andere Meeresbewohner abgegeben. Tintenfische zum Beispiel haben ein Vielfaches davon. Die riesige Pazifikkrake hat 9 Gehirne und 3 Herzen. Ah ja, sie haben mehrere Ausflüge zum Organbuffet gemacht, wie ich sehe. 8 kleinere Gehirne ermöglichen es dem Tier, jeden Arm unabhängig voneinander zu bewegen. Und das größere Gehirn ist die Koordinationszentrale. Die Herzen pumpen das Blut des Tintenfisches, das übrigens blau ist, zu seinen Kiemen und dem Rest des Körpers. Aber der Champion in Bezug auf Herzen ist der Schleimaal. Er hat 4 davon. Diese relativ eklige, 9-äugige Meereskreatur benutzt eines ihrer Herzen als Hauptpumpe. Die anderen sind zur Unterstützung da. Der Schleimaal stößt auch so viel Schleim aus, um in wenigen Sekunden eine Wasserflasche zu füllen. Und er kann niesen, falls der Schleim in seine Nase gelangt. Erinnerst du dich an die Kühe mit ihren 4 Mägen? Also, jeder Wiederkäuer, wie Antilopen, Kamele oder Alpakas, haben mehrere Magen. Aber es ist so, dass sie eigentlich einen Magen haben, der in 4 Kammern geteilt ist. Das Futter wandert von einer Kammer in die nächste, bis es in die Därme gelangt. Auch Pottwale haben diese Magenstruktur. Sie haben zwar Zähne, aber sie können nur beißen, nicht kauen. Du erwartest wahrscheinlich, dass selbst wenn ein Tier mehr als 2 Augen hat, sie immer noch auf seinem Kopf sind.
Ja, aber das gilt nicht für Pfeilschwanzkrebse. Sie haben 2 Augen an den Seiten des Kopfes, 5 weitere oben auf der Schale, 2 in der Nähe des Mauls und 1 am Schwanz. Letzteres dient als Fotorezeptor. Es fängt das Sonnenlicht ein und der Krebs weiß, ob es draußen Tag oder Nacht ist. Wie praktisch. Apropos Augen, viele Tiere haben eine Nickhaut. Das ist eine Art halbtransparentes, drittes Augenlid, das das Auge schützt. Aber das Tier kann trotzdem etwas sehen. Wir Menschen hatten das früher auch. Wenn du in die inneren Augenwinkel schaust, siehst du kleine Gewebestücke. Da saß früher diese Membran. Obwohl Seesterne ein Maul haben, benutzen sie es nicht direkt zum Fressen. Stattdessen schieben sie ihre Mägen aus dem Körper und sammeln damit Nahrung vom Meeresboden. Dann ziehen sie das Organ wieder ins Innere. Seesterne haben kein Blut und kein Kreislaufsystem und auch keine Lungen. Sie nutzen ihre winzigen röhrenförmigen Füße, um Wasser in ihr Inneres zu pumpen, was den Blutkreislauf ersetzt. Grubenottern haben, wie viele andere Schlangen auch, ein winziges Organ in ihrer Kopfgrube, mit dem sie ihre Beute vor allem nachts aufspüren können. Dieses Organ fungiert als Hitzesensor. So können sie warmblütige Tiere aufspüren, aber nicht ihre eigenen Verwandten. Also andere Schlangen und kaltblütige Amphibien. Haie setzen da noch einen drauf. Sie haben einen speziellen Stromsensor an ihrer Nase. Elektrizität leitet im Salzwasser gut. Und dank dieses Sensors können Haie elektromagnetische Impulse spüren. Impulse, die von anderen Tieren von weit, weit weg gesendet werden. Bombardierkäfer mögen klein sein, aber in der Natur sind es furchtbare Gegner. Sie haben einen speziellen Sack, in dem sie eine Mischung aus 2 starken Chemikalien aufbewahren. Wenn sie bedroht werden, lassen sie diese Mischung in einer explosiven Reaktion los. Jeder Vogel oder anderes Raubtier, das diese Explosion in die Quere kommt, ist gelinde gesagt in Schwierigkeiten. Während wir Menschen normalerweise 3 Arten von lichtempfindlichen Zapfen in den Augen haben, mit denen wir Hunderttausende von Farben sehen können, haben Fangschreckenkrebse 16 davon. Sie können Farben sehen, die für uns Menschen unvorstellbar sind. Sie selbst sind auch ziemlich bunt. Trotz ihrer Schönheit können sie aber auch ganz schön zuschlagen. Ein Fangschreckenkrebs könnte sogar die Scheibe deines Aquariums einschlagen. Knallkrebse hingegen schlagen ihre Feinde mit der Macht des Knalls in die Flucht. Sie schließen ihre große rechte Schere so schnell, dass sie damit unter Wasser eine weißglühende Luftblase erzeugen. Und die ist richtig heiß. Diese winzige Blase erreicht im Knallmoment eine Temperatur fast so heiß wie die Sonnenoberfläche. Jede Beute, die nahe genug an der Schere des Knallkrebses ist, wird sofort ausgenockt. Und abschließend kommen wir zu den Nilpferden. Damit sie keinen Sonnenbrand bekommen, produzieren sie ihren eigenen Sonnenschutz. Es ist eine Art rosa Schweiß, der ihren ganzen Körper bedeckt. Und noch ein lustiger Funfact: Nilpferde laufen so schnell wie ein Roller. Mach sie also nicht wütend, sonst wirst du von schleimig-glitschigen Nilpferden gejagt. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.